Da wir jetzt schon ein paar Mal gefragt worden sind, was wir so mitnehmen zum Biken, wollte ich euch heute mal zeigen, was in unserem Rucksack normalerweise so alles drin ist. Und zwar haben wir da zum einen natürlich die Schoner. Martin, hör auf, schlafen am Berg. Da drüben ist fleißig geschnarcht worden. Vielen Dank dafür. Dann haben wir immer dabei die Kamera. Meistens sogar einer mit dem Weitwinkel und der andere mit dem Kit. Handschuhe zum Runterfahren. Wenn es kälter wird, habe ich da dann sogar zwei Paar dabei, dass ich eins schon hoch anziehen kann, was ich dann auch anschwitzen kann. Eine winddichte Jacke, die auch ein bisschen Wasser abhält, falls es dann irgendwie mal anfangen sollte, ein bisschen nieseln oder so. Man weiß ja nie. Zweite Wasserflasche, weil einmal 750 ist einfach nicht genug. Zumindest nicht für mich. Dann einiges an Essen. Nüsse, Riegelchen, auch normale Brotzeit, die haben wir jetzt aber gerade schon verspeist. Die war hier drin. Sonnenbrille. Wechselanziehsachen, ganz wichtig. Da wirklich komplett neuer Sport-BH, neues Trikot. Und manchmal sogar kurz am Langarm, wenn es dann eben schon ein bisschen kälter ist. Mein Schlüssel vom Zuhause hängt hier dran. Das war's mal vom Hauptfach her. Dann geht's hier weiter. Brille zum Trail abfahren. Stirnband, falls es ein bisschen kälter ist am Gipfel. Hier so Heizpads für die Zehen, weil ich mir die schon mal angefroren habe, wenn es dann zu kalt ist, dass ich die einfach reintun kann. Bisschen Geld in so einem ganz süßen Geldbeutel, den habe ich zu Weihnachten bekommen mal, vor Jahren. Taschenmesser für die Brotzeit. Lavello, zweiter Akku für die GoPro. Einhagung. Ja, das war es von dem Fach jetzt auch. Und hier jetzt schon die Lampe, falls man im Herbst in die Dunkelheit kommen sollte. Im Hochsommer habe ich die jetzt nicht unbedingt dabei, aber im Herbst empfehlenswert auf jeden Fall. Dann natürlich ganz wichtig Ersatzschlauch, am besten ein passender. Das ist gar nicht so leicht, wenn man verschiedene Räder hat. Erste-Hilfe-Set habe ich ausgelagert aus dieser tollen Tasche und einfach nur in so einen Beutel rein, weil es einfach weniger Platz braucht. Hier außen habe ich noch Tempos, die kann man immer mal brauchen. Und nochmal einen halben Riegel, den habe ich heute schon auf der Strecke gegessen. Und auch ganz wichtig, das Werkzeugtool. Da ist hier noch so eine Tasche, die man mit Reißverschluss zumachen kann. Da ist das drin. Am besten ist natürlich so ein Tool, wo auch ein Kettennieter dran ist. Ich habe das da mit Pink. Aber das ist natürlich vollkommen wurscht. Kettennieter allerdings ziemlich praktisch. Weil wenn es da was hat und man hat nichts dabei, steht man halt auch gleich mal an. So. Packen wir es wieder weg. Geht's nicht mehr zu. Super. Und dann habe ich natürlich noch dabei Pumpe. Silikon. Weil ich, wenn ich allein unterwegs bin, teilweise die Mäntel sonst nicht gescheit drüber kriege. Also ich habe jetzt nicht so wenig Kraft, aber sicher ist sicher. Weil, wie gesagt, wenn der nicht drauf geht, dann ist man auch gleich mal am Ende. Dann nehme ich lieber dieses Teil hier mit. Kabelbinder, im Moment nur einen, weil die habe ich jetzt erstmal gebraucht und vergessen aufzufüllen. Reifenheber und Flickzeug. Also gerade da, obwohl ich den Ersatzschlauch dabei habe, habe ich auf jeden Fall auch das Flickzeug dabei, weil wenn man einen Platten hat, dann bleibt es meistens nicht bei einem. Und dann ist man Gott froh, wenn man da noch irgendwas hat, dass man eben noch flicken kann. Kann ich nur empfehlen. Ja, das war's, denke ich mal. Noch ein Fach finde ich jetzt gerade nicht. Genau, und sonst ist halt noch die Jacke jetzt drin gewesen, weil die habe ich jetzt ja schon drüber angezogen, weil es zwar wunderschön sonnig ist, aber gar nicht so warm heute. Genau, ich hoffe, das ist hilfreich für euch. Und wenn es noch irgendwie Fragen gibt, dann gern einfach schreiben.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir wollen jetzt in Zukunft öfter solche Videos drehen, was wir eben so dabei haben, was wir für Tipps haben, Hacks, keine Ahnung, alles so in die Richtung. Wenn es irgendwie Anregungen gibt, wenn ihr was Besonderes sehen wollt, dann auch auf jeden Fall einfach in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir, dass wir das abdrehen können. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!